Liebe Leute, da sind wir wieder zurück hier auf dem DayZ Mango Server. So ist es. Möchtest du hier kurz erzählen, Bro? Guck mal die Wahrscheinlich, Bro. Aussicht an hier. Ja, Ja, die hier am Aussicht, Donnerstag. ein Traum. Auf jeden Fall. Um 19 Uhr natürlich nur, Leute. Exklusiver Content für euch, für unsere Community. So. Ein absoluter Traum. Hier kann natürlich da der Donnerstagabend besser starten als mit fast bald Freitag und damit Wochenende, Bro. Ach so, nee. Nee, eigentlich gar nicht. Ja, Doch, wir haben hier natürlich hier uns mit unser. Daisy Ach so. 19 Uhr. Also, Ah, natürlich, natürlich. Wir ja. haben natürlich unseren Stuff hier wieder. Aus letzter Folge, genau. M4 und AWM am Start. Und eine Ja. Pistol und du hast Aber auch ohne die Muni, M4. ne? Die AWM. Ja. Ja, die Ja. Muni müssen wir kurz noch finden, ja. Ja. Wir haben natürlich auch noch Pistol-Munition. Damit kann man natürlich auch viel reißen hier in der Daisy Standalone. Wie zum Beispiel Natürlich. Hühner. Aber gut. Also. Wahrscheinlich Hühner, oder? Ja, was Ach ist das so. denn? Ja. Ja, klar. Ja, letzte Folge, oder vorletzte Folge Elektro, letzte Folge Tscherno und diese Folge Balota oder was? Man Natürlich, weiß das es ist ja die nicht. logische Reihenfolge hier, wenn man Richtung Westen wandert in der Daisy Standalone. Danach natürlich noch einmal Komarovo und vielleicht nochmal da hinten das an der Tankstelle. Und dann hört die Map auf und damit ist natürlich auch Daisy 19 Uhr dann zu Ende in drei Natürlich. Folgen. Dann kommt ein neues Projekt, nämlich 19:01. Ach so. Ach so, wahrscheinlich Na Daisy Quatsch, 19:01, Daisy oder? 19 Uhr wird, Leute, für immer laufen. Ach so. Ja, Wahrscheinlich richtig. für immer. Wahrscheinlich für immer, oder? So mit 80 noch. Ja. Komm, liebe Leute. Oh Gott. Nee, komm, lass es lieber, Mann. Ja, wie Ja. geht's hart irgendwie? Mal gucken, was abgeht hier, oder was? Und verkürzt natürlich auch seine Lebenszeit, indem man DayZ spielt. Achso, Ach ja, nee, so, anderes ich würde Thema dann, ja. sagen, anderes Thema hier ganz schnell, zum Beispiel hier Tscherno, das ist auch ein cooles Thema. Ja, ich würde sagen, wir looten hier so ein bisschen, ne? Rucksack wäre nicht Ja, auf schlecht jeden vielleicht. Fall. Das wäre gut, Und ja. dass wir so ein bisschen ausgerüstet sind natürlich hier für Die Balota. Asis. Achso, ja, natürlich. Nice, perfekt, würde ich Achso, sagen, oder? nice, perfekt. Das ist ja. Was hast du entdeckt? Erzähl uns bitte Bro, was. du Ich sehe ihn noch glaubst es nicht. wahrscheinlich, Bro, du glaubst es. Du Wahrscheinlich, glaubst Bro. es nicht. Und zwar hier das Balota Airfield, so ein bisschen natürlich gemoddet, wie auf jedem guten Server heutzutage. Und so wie es früher mal war. Da Was geht doch früher mal? natürlich das. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Lol, doch, du hast recht. Ja, ne? Naja, auf jeden Fall steht hier vorne Jetzt Prison und verstehe ich dahinter ist diese das. blaue. Nee, Sorry. nee, Ja, ich hab's. nee, nicht im Video, Mann. Also hier mit Prison natürlich und da vorne einer blauen Halle und da hinten noch einem kleinen ADC, so wie einem Hangar. Stimmt, rechts die Scheune war damals auch. Ja, ach oh, Ja. lol, ist echt so. Ja. Weißt du noch hier? Balota Ma. Ja, mal Pilotermassaker vor 4 Jahren. Oh Gott, ja, Den oder kenne ich noch. vor 5 Jahren vielleicht sogar schon, Wahrscheinlich ne? schon von 5, ja, kann gut Wann sein. haben wir angefangen? 2014? Ja, Wir wollen natürlich 2014. niemanden ermutigen, die alten Videos zu schauen. Es ist nicht. Ach Quatsch, Alles Leute. eingeschränkt zu empfehlen. Von 400 kann man sich vielleicht 350 angucken. Aber Oder vielleicht okay. auch nur zwei. Ach Ja. so, aber naja. Denn der Sprachgebrauch in diesen Videos war noch ein bisschen anders. Ja, aber da sieht man sich vielleicht auch mal, wie man sich weiterentwickeln kann, Bro. Wahrscheinlich, Als Bro. Mensch Als und Mensch Person. natürlich, Person, linguistisch auch. Und Und auch schon auch. vor 5 Jahren oder 6 Jahren haben wir Bro gesagt, Leute. Wahrscheinlich Oh. Bro, tut mir leid. Nee, es ist ja wahr. Ach so. Ach Nee. so. Nee. Also hier liegen eine Menge Waffen rum, aber halt keine Munition. Das ist ein Oh. bisschen räudig. Vielleicht habe ich ja welche dabei. Ich habe ganz viele gefunden. Ganz viel Oh, Muni. nice. Was heißen viele Waffen bei dir in deinem Sp Oh, Oh, Scheiße, Alter. scheiße. 1 und 1 Mac würde ich mir. Ich nehme die Macs einfach mit, Ja, Digi. nimm alles Wahrscheinlich mit. Digi. Wahrscheinlich Diggi, oder? Diggi ist das Allerschlimmste. Das ist echt das Allerschlimmste, ne? Ja. Oh mein Ich Gott. glaube, Ich bin Brudi so ist noch tief eins gesunken. drunter. Tut mir so leid, ich wollte es echt nicht sagen. Nee, schon gut. Komm her, Brudi, lass mal, lass ADC. Hör auf mit Bratan, Alter. Ja, apropos, wir haben natürlich auch den einen oder anderen, aber machen wir später, ne? Gags? Gags kommen später, aber Ja, ja, auf jeden natürlich. Fall, wenn der Content ein bisschen dünner wird. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen Auf uns jeden wieder, Fall wenn wir hier. den einen oder anderen, achso, auf jeden Fall Huch. dem Player begegnen und in dem Sinne, nice, perfekt. Nice. Ja, Bro, sollen wir Ja. nochmal hier ganz kurz cool, so als letzte Aktion hier, denn die Server gehen natürlich schon wieder down für irgendein Base-Building-Update. Kannst du die Tür aufmachen? Ja, Nice. natürlich. Das ist so Bugs, das ist so wahnsinnig, ne? Oh, Oh mein nice hier. Da haben wir Gott. nochmal 20 Sekunden geilen Content bekommen, Bro. In dem Sinne würde Nice. ich sagen, kleiner Cut hier, bis der Server wieder online ist. Also Yeah. übermorgen bis Sonntag. Achso. Jo, Leute.
nix los hier, Armball oder Airstrip. Aber gut, hier ist natürlich auch kein Airstrip, hier ist ja alles nur gestrippt. Was? Achso, ja. Möchtest du ja, noch die beste, geilste News raushauen, Bro? Sorry, ja. Wahrscheinlich, Bro. Wahrscheinlich, sorry. Ja. Die geilste News auf jeden Fall ist an der Stelle mal, dass der Server mal wieder, schon wieder, in 5 ja. Minuten restarten wird. Cool auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier. Falls ihr auch mal ein paar Restarts erleben wollt, kann ich den MongoDB-Server nur empfehlen. Du wahrscheinlich auch. Natürlich, klar. Bestens. Ja, wir sind schon eine Stunde unterwegs mit diversen Lags von dir und diversen gar nichts von den Playern. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Nichts. Wir begegnen einfach niemandem. Die letzten beiden Folgen noch andauernd Player-Kontakt. Ein Spieler nach dem anderen hier natürlich. Zum Teil niedergestreckt, zum Teil auch nicht. Aber okay. Ist echt so. Und das ist für uns beide natürlich ein bisschen kritisch, denn ja, wir haben halt einen Zeitplan. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen zurückgelaufen. Irgendwie. Was ist das denn hier? Eine B52 mit 12 Schuss. Oh mein Gott. Ist sie laut? Doch. Ja, die ist übelst laut, Mann. Oh, nice. Naja, dann können wir einfach mal ein paar Spiele anloggen hier, würde ich sagen. Um mal ein bisschen hier den Content. Die haben jetzt schon Angst, meinst du? Ja, die haben jetzt schon Angst. Ja, oder sie haben gar keinen Bock loszulaufen, weil das Sorge. Ich wollte gerade, genau, das wollte ich ja auch gerade sagen. Achso, sorry. Macht nichts. Oh, der Loot gezeigt, glaube ich. Scheiße, ey. Okay. Also, was war das nochmal für eine Waffe? Die war echt laut. B2. Okay, alles klar. Ja, alles klar, ne? Denke ich mir auch. Irgendwas. Ja, würde ich sagen, wir gehen zurück nach Tscherno oder was? Mal in die Stadt rein. Aus Mangel an Content-Alternativen müssen wir natürlich hier wieder zurück ins gute alte Tscherno. Und in dem Sinne würde ich sagen, 3 Minuten, das schaffen wir und sehen uns gleich wieder. Natürlich, Mann. Nice. Ja, Leute. Gerne eine Lehre hier in Tscherno, aber die wissen wir natürlich hier zu füllen. Und zwar mit 2 Gags. Möchtest du direkt anfangen hier? Na klar. Hier in die Kommentare geballert worden. Und zwar hier Hashtag Gag. Ich verstehe es einfach nicht. Ich arbeite jetzt bei Penny. Mann, bekomme aber immer noch ein Nettogehalt. Scheiße. Prince Razor, Mann, wir sehen raus. Gott. Du Legende, Mann. Vielen Dank. Nice. Ich würde sagen, da hat er sich aber ein Plus verdient. Denn beim Nettogehalt muss man natürlich auch auf das Bruttogehalt. Achso, nee. Verstehst du Plus? Kennst du Plus noch? Was ist Plus? Ich glaube, wurde übernommen von Netto. Ja, ich kenne eure. Da bist Namen du natürlich nicht. Ein bisschen zu jung. Achso, ich weiß gar nicht, ob es Plus auch in der Schweiz gab. Natürlich. Aber gut, nicht. Okay. Wer den Gag kapiert hat, der kann das ja mal in die Kommentare schreiben und sich outen, dass er 50 Plus ist, weil er Plus noch kennt. Wahrscheinlich 50 Plus. Alles klar, in dem Sinne würde ich sagen, hier habe ich auch noch einen Gag. Und zwar einen alten Klassiker von Viktor van Houten. Und zwar schreibt er, wo lässt sich besonders gut Buchstabensuppe essen? Ich wette, du weißt es. Also dann habe ich schon mal irgendwo gehört, Mann. Ja. In einer Buchstabensuppe? Aber schon vergessen, oder was? Ja. Nee, im Wörthersee. Oh, Scheiße. Den hatte ich noch nie gehört, by the way. Der ist neu in Daisy 19, ne? Nee, glaube ich nicht. Ja, falls ihr wisst, in welcher Folge wir den schon mal hatten, könnt ihr nochmal alles durchgucken und in die Kommentare schreiben. Vielen Dank dafür. Und aus aktuellem politischen Anlass habe ich natürlich noch einen hier. So, von Nemetis. 3 Gags, ja. Einfach weil es jetzt auch politisch brisant ist. Von Nemetis, 12, wahrscheinlich 12 Jahre alt hier. Und er schreibt: Chuck Norris verkauft Brötchen, ohne den Bon auszudrucken. What? Ja, das verstehst du natürlich nicht als Ausländer, aber ich kann es dir gerne mal erklären. In Deutschland muss man nämlich ab jetzt immer einen Bon ausdrucken als Bäckereiverkäufer, um Steuerbetrug vorzubeugen. Kommst morgens so in die Bäckerei, so, yo, Digga, ein Brötchen. Yo, nice, Bro, was hier. Scheiße, ey. Kassenbon. Für 20 Cent Brötchen oder so. Ja, Grüße gehen raus an die Bürokratie, Alter. Ja. Grüße gehen natürlich auch raus hier an die Umwelt, denn Kassenbons sind natürlich immer auf recyceltem, gut für die Umwelt verdaulichem Papier gedruckt. Schlecht gedruckt, oder? Naja. Was will man dazu noch sagen? Außer, naja. Ab nach Elektro. Alles klar, nice, perfekt. Nice, perfekt, Mann. What the fuck? Okay, alles gut. Wahrscheinlich what the fuck. Liebe Leute, natürlich heißt es Bro. Wahrscheinlich Bro heißt es. Nee, heute mal nicht. Denn ja, neuer Tag, neues Glück hier in der Daisy Standalone. Möchtest du auch kurz was sagen?
Ja, neuer Server. Nice, neuer Server natürlich. Geschrieben haben. Ja. Okay. So. Zweimal Deutsch geschrieben, direkt gebannt hier auf Mango Daisy. Aber gut, das wussten wir natürlich nicht. Das ist. Keine Ahnung, Franzosen sind, die Englisch sprechen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, müssen wir uns jetzt den ein oder anderen Tag hier ohne Mango Daisy vergnügen. Sondern sind wir natürlich auf dem Genesis-Server jetzt drauf. Apropos und Vergnügen, da hört man es schon im Hintergrund. Oh ja, das sind Russian. Wir haben, by the way, ein Messer. Und. Leider auch kein Zeitfenster mehr, dementsprechend kommt heute mal so ein nicer Content wieder auf euch zu. Ich hab so einen Schraubenzieher. Denn die Folge muss in weniger als 24 Stunden sein. Also, in 23 Stunden 20! Perfekt. Geil, hier. Und dann haben wir noch Vollzeit zu vor uns. Yo, hello, hey buddy. Hello. Hey, what's up, man? Don't shoot, please, don't shoot. Yo, we're friendly, You need food? Achtung, aimt auf dich. Ich hätte ihm was zu essen gegeben. Leute, nach diesem geilen Meuchelmord an der Wiese, als Bambi natürlich erschossen worden von einem Voll-Equipten. Ja, ich glaube, das passiert uns hier nicht zum letzten Mal auf dem Server, denn wir sind jetzt mittlerweile natürlich auch equipped hier. Doppel-MP7 hier im Team. Doppel-MP7, Motherfucker. Und hier natürlich auch die beste Pistole aller Zeiten hier. Die, geil. Die heißt die FX45 hier, dicht gefolgt natürlich von der FX44. Ja. Da sehe ich dich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, natürlich auch direkt. Oh, scheiße. Ich glaube, da hat man es echt sehr gut gemeint, oder? Das ist eine ganze Stadt geworden, Alter. Oh, shit. Balota Airstrip Stadt, oder was? Was steht denn da hinten noch für ein Teil? Ach, das ist so ein großes Industriegebäude. Oh, mein Gott. Das hier, ist es nicht aus Livonia, der Kirchturm da? Ja, habe ich auch gedacht gerade. Alter, what the hell? Nicht schlecht, aber sehr, sehr ruhig, ne? Wir haben jetzt auch keinen Schuss gehört, obwohl ich war eigentlich rausgetappt die ganze Zeit. Oh, mit Gefängniskomplex. Und Panzer, lol. Panzer? Ja, kann Panzer fahren oder was? Nee, boah, ja, wahrscheinlich kannst du Panzer fahren hier in der Daisy Standalone, oder? Ja, weiß man noch nie. Ja, das stimmt natürlich, denn Modder lassen sich das eine oder andere natürlich hier einfallen. Aber ich muss sagen, gefällt mir schon mal richtig gut. Ist mir was anderes natürlich hier wieder. Ja, jetzt bist du wieder online im Steam. Ah, cool. Hello. Anyone here? Hello, friendly guys here, man, hello. Schieß doch nicht. War ich. Ich bin Ego-Perspektive. Ach so. Ich sehe das doch nicht, wenn du schießt, Alter, hinter mir. Was ist? Ja, nice. Wir haben hier, guck mal, da vorne natürlich auch gecraftet. Also, geil, eine Wälster hier, bist auch ein bisschen. Wir haben kein Gruppensystem, ist doch ein bisschen komisch hier. Kein Gruppensystem, weißt du, direkt so. Ja, direkt so die größten so, Noobs. Switch mal eben ein Oberteil, das ist natürlich keine gute Idee. Doch, Doppelklick und alles verschwindet natürlich im neuen Oberteil. Das ist natürlich wieder Premium-Server. Muss echt wieder callen, wenn ich mich umziehe und so, ne? Scheiße. Ja, scheiße, ey. Bist du das? Hast du eine Weste? Oh. Ja, oh mein Gott, schieß doch nicht, Mann. Schallgedämpft. Achso, nee, ich hab das noch 24 Schuss. Schallgedämpft bringt nichts in der Daisy Standalone. Das hören was? Und Spieler. Achso. Naja. Ich dachte, dann hört man das schlechter. Aber gut, hier in der Daisy Standalone. Das ist tatsächlich ein Livonia-Gebäude hier. Tatsache, oh mein Gott. Bestimmt illegal, oder? Kann sein, ja. Weil man hier. Ach, hier ist keine Sau wieder. Nee, ne? Was ist hier los? Aber auch keine Zombies. Also voll Mühe gegeben, so gemoddet. Oh, hier sind Zelte noch, Alter. Komm mal mit. Lol, what the f. Oh, shit. Scheiße, Bro. Ich glaube, ich bin dead. Was für dead? Warum? Ich bin auf dem Kirchdach. Oh nee, ey, was machst du wieder für einen Scheiß, ey? Oh doch, hier kann man runterjumpen. Hier natürlich mit Vordach. Speziell für die Leute, die sich hier natürlich aufs Dach verehren. So, wo bist du? Ja, hier, gegenüber. Nimm doch mal an, im Gruppensystem. Ach so. Gibt's nicht. Es gibt natürlich kein Gruppensystem hier auf dem Server. Rechts, wo ist rechts, da hinten? Rechts. Ah, ja, da. Hallo, siehst du mich? Bist du da? Achso. Ja, natürlich, hier, komm mal mit, Alter. Ich hab was richtig Geiles entdeckt für dich. Dann mach ich mal direkt hier Autorun an. Echt? Hier gibt's alles, was man braucht eigentlich, ne? Feuerwehr, Gefängnis, ja, da hinten noch so ein Torbogen. Komm mal hinten geht's richtig krass. Übel. Baracken. Ja, oh, wie viele. Ach du Scheiße. Ja, dachte ich ja, auch. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und Looten und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Na, auf jeden Fall, Mann. Nice. Jo, oh Gott.
Alter, habe ich mich hier erschrocken. Ich kannst auch, du dich mal schnell machen? Danke, Bro. Ich locke ihn natürlich hier zu dir. Ich opfer mich ein Stück weit natürlich für dich. Nice, kümmere dich mal um ihn. Ich gehe so lange looten. Danke, mega geil. Ehrenaktion von dir mal wieder hier im Start. So. Wie er lacht, ey, mega dreckig. Fall, noch eine. Ich würde sagen, ich mache Doppelfall heute. Obwohl, die macht eigentlich keinen Sinn. Eine habe ich nämlich schon, Bro. Wahrscheinlich, Bro. Wahrscheinlich, Bro. Macht echt keinen Sinn an der Stelle, muss ich gestehen. Sollen wir mal auf so einen Turm hier drauf? Wäre extrem nice, oder? So eine richtig harte Challenge. Oh mein Gott. Oh Gott, Turm. Wahrscheinlich Challenge, oder? Außenrum Beton. Richtig geile Challenge. Hier natürlich kann man auch mal in den Keller gucken. Wahrscheinlich Kamin. Leute, hier gibt es sogar Betten, Alter. Oh mein Gott. Ein Kamin im Military-Gebäude. Ja, man muss sich natürlich auch in den kalten Wintertagen, die es gar nicht mehr gibt in Europa, halt zurechtfinden. Nee, die gibt's gar nicht, ja. Echt, ich ging heute nach draußen so, hab so Mantel an, ne, denk mir, oh scheiße. Ja, ich hab übelst gesweatet heute. Ja. Ja, cooler Turm auf jeden Fall, kann man sagen. Wie sagst du dann Arm? Ach nee, das ist gar kein Arm. Hab ich mich vor kurz verguckt, siehst du irgendwas? Nee. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht hin. Achso. Hier nicht hingehen, ist voll geil. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht ist es an anderen Orten hier auf der Map noch geiler. Ja, kann gut sein, man weiß es nicht, aber ich muss sagen, ja. Okay. Das ist natürlich eine geile Konversation, die wir führen. Und in dem Sinne würde ich mal einfach sagen, machen wir, bevor es so weitergeht, einen kleinen Cut, oder? Ja, auf jeden Fall, oder? Nice. Nice, Mann. Ey, Leute. Unglaublich. Das hört nicht mehr auf, Mann. Das hört einfach nicht mehr auf, ne? Ja, hier hat man es natürlich sehr, sehr gut gemeint hier mit den Spielern der Daisy Standalone. Wenn man sich mal ein bisschen umguckt, kann man hier vielleicht draufklettern irgendwo? Ja, kann man. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja noch krasser als in der Alpha, diese Stadt hier, ne? Das ist mal eine Zeltstadt. Ja, früher in der Alpha gab es hier schon mal einen Balota Airstrip. Mit natürlich Zelten, wer sich noch erinnert, schreibt es doch mal in die Kommentare hier, dass man mal so ein bisschen die Alten von dem jungen Dings unterscheiden kann, ja. Natürlich. Aber deutlich größer, ne? Deutlich. Ja, auf das hier ist deutlich größer als alles, was es hier jemals gab. Also so krass habe ich auch noch nie Zelte gesehen. Also so viele. Ich meine, die stehen schon alle so ein bisschen. Aber hier gibt es keine Munition, ne? Ja, Granaten gibt es ja voll viele, voll geil. Fünf Waffen oder so wieder dabei. Aber kaum Munition. Ja, Munition gibt es echt kaum, bestimmt. Die Idee ist vielleicht wieder, dass man sich das irgendwie beim Trader besorgt. Meinst du? Mhm. Voll low. Weißt du, machst hier eine Zeltstadt hin und keine Munition oder was? Voll traurig, oder? Ja. Darum hat auch das Militär in der Zombie-Apokalypse verloren, weil sie einfach keine Munition hatten. Das macht das Spiel auch Sinn langsam. Ach so. Hä? Stimmt. So habe ich da natürlich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Genau darum. Achso. Ja, dann haben wir die Zeltstadt hier auch mal hergezeigt. Hier natürlich nur eine kleine Burgruine. Und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir, was machen wir? Einen kleinen Kant oder ein bisschen größeren? Ich weiß nicht. Ist halt, ja, nee, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal irgendeinen Cut und schon mal bis Sonntag ist einer, denn hier kommt noch gleich einer um die Ecke, dann nehmen wir den natürlich noch mit in die Folge natürlich. Für Donnerstag. Ansonsten hier schon mal alles klar, nice, perfekt, oder? Auf jeden Fall, Leute. Ciao, Mann.